So, hier habe ich mein Ruger Schwarzpulver Revolver Old Army Modell. So, ein bisschen Fett. Der ist ja, also für Schwarzpulver vor der Lade sozusagen Perkussion Kaliber 44, aber die Kugeln, Rundkugeln, hier haben das Kaliber oder den Durchmesser 457, also 0,457 Inch, sind so in etwa 11 mm sowas. Warum ist die Kugel dicker als das angegebene Kaliber, Laufkaliber? Ganz einfach, weil es soll ja nicht, es soll nicht in die in den Zylinder, in die Trommelbohrung reinfallen, sondern es wird dann über dieses Ladegestänge so, wird das ja eingepresst hier, wenn Pulver drin ist, da kommt erst Pulver rein, dann kommt ein, meistens nimmt man ein, so ein Filz zur Verdämmung und Abdichtung. Dann, wie gesagt, kommt die Kugel da rein und die schert dann in kleinen, das sieht man auch dann, schert einen kleinen, ja, wie Ring, aus dem weichen Blei aus. Ja, das ist gewollt, dass die Kugel da stramm drin sitzt. Ja, und damit kein Funke beim Schuss auf die nächste Kammer, geladene Kammer, dann überspringen kann und ja, das kann teilweise eine Kettenreaktion auslösen und die nächste Kammer zünden. Zusätzlich macht man auch noch, das ist auch zur besseren Präzision und auch zur ja, Laufreinigung, macht man dann, wenn man alle Trommelkammern geladen hat, dann schmiert man hier noch ein ja, spezielles Geschossfett, nennt sich das, oder da hat ja jeder, bald jeder seine Spezialmischung aus Rindertalg und weiß der Teibel, was für Dinge es gibt, da fertig zu kaufen, ne? Zu kaufen, solches Fett. Ja, das dient dann auch zur Schmierung des Geschosses, verhindert Laufverbleihung, Ablagerung. Und wie gesagt, das verhindert dann auch das Überspringen und das Zünden einer geladenen Kammer nebendran. Ja. Hier so wird sie dann gespannt. Single Action Abzug, das bedeutet, dass ich den Hahn, den Hammer, vorher spannen muss, dann kann ich abziehen, dann fällt der Hammer
auf das Synthetischen, welches ja mit diesem schlagempfindlichen Treibsatz ausgestattet ist und dann die Pulverladung schlagartig entzündet. Es hat hier noch eine sogenannte Sicherheitsrast. Lässt sich dann die Kammer drehen. Manchmal fallen die abgeschossenen Zündhütchen nicht richtig raus. Dann muss man halt ein bisschen so drehen oder man braucht irgendwie ein Werkzeug, einen Schraubenzieher, um das da rauszumachen. Auch hier diese Schraube, das ist keine Schraube, sondern es wird nur so verdreht. Und das ist ein Stift. Ja, genau. Wenn man den dann dreht, dann kann man hier die Achse, das ist auch die gleichzeitig die Trommelachse, kann man hier herausziehen, so, dann zum Ausbau der Trommel, zum Reinigen, hier geht es dann auch auseinander, ja, Trommel geht dann hier raus, so machen, das kann man dann sauber machen, waschen bei Schwarzpulver. Das ist sehr gut wasserlöslich mit bisschen Handspülmittel. Da geht es gut sauber zu machen, ein bisschen mit heißem Wasser. Dann, wenn die Trommel heiß ist, dann trocknet es auch besser. Hier hat man den Vorteil, dass es aus rostträgem Stahl, sogenanntem Stainless, Stil ist. Hier steht nochmal das Kaliber 44 eingeschlagen drauf. Und ebenso unten auf dem Lauf steht es auch nochmal drauf und entsprechende Beschussstempel. In München ist das beschossen, weil der amerikanische Beschuss bei uns nicht anerkannt ist. Ich weiß nicht, ob man unter den Lauf gucken kann jetzt. Die Kamera, wenn man sieht. Wie gesagt, da kommt die mal wieder rein. So. Hier ist da diese Aussparung, wo dann dieser Bolzen dann entsprechend, da kommt das rein, so, und hier wird es dann wieder gedreht, dass das dann wieder festhält. Es hat praktisch seine eigene Ladepresse mit dabei. Es gibt auch Tischgeräte. Das wird oft bei Wettkämpfen benutzt, wo man dann die Trommel nur ausbaut.
dann in so ein Gerätständer reinstellt und dann kann man das bequem füllen mit abgemessener Pulverladung und dann die Geschosse setzen und dann mit so einem Hebel dann praktisch extern lädt und dann in den Revolver wieder einsetzt. Und hier sind nochmal so Aussparungen, so Nuten. Das dient auch der Sicherheit. Man kann hier den Hammer etwas vorspannen und dann gleiten lassen in diese, praktisch in so eine Nut, die jetzt eine oben steht. Und da ist man genau zwischen zwei Pistons, ne, zwischen zwei Kammern. Und das ist dann ja auch absolut fallsicher. Ja. Und wenn man jetzt die Waffe zieht und spannt, ja, da hat es nur noch einen kurzen Weg. Ja, jetzt ist er gespannt und der Piston und das Zündhütchen sind vor dem Hammer. Ja. Der Hammer ist fest. Hier mit der Fläche schlägt er auf das Zündhütchen. Ja. Ja, der Unterschied, denn es ist dieser Spannabzug oder ja, Single-Action-Abzug. Ja, den muss man vorspannen und dann hat man nur noch einen kurzen Abzugsweg und der Hammer fällt. Ja. Dann gibt es noch einen ja, Spannabzug, sogenannten, der hat einen längeren Weg und wenn man den zieht, dann spannt sich der Hammer bis nach hinten, bis er dann ausgelöst wird und nach vorne schnellt. Ja. Okay, im nächsten Video zeige ich euch dann den anderen Ruger Kaliber 41 Magnum als ja, auch Stainless und mit Patronen, ja, modern. Okay, bis demnächst dann in diesem Theater.